Heute habe ich euch mal einen spannenden Gast eingeladen. Er hat nicht nur das Wort Dividenden im Namen, nein, er hat sich auch auf Dividenden spezialisiert und er möchte euch heute mal zwei Dividendenaktien vorstellen, die er aktuell attraktiv findet. Checkt gerne auch seinen Kanal ab, der ist hier oben nochmal auf dem i verlinkt und dann würde ich sagen, ich übergebe das Wort an Holly. Ja, danke schön Bernd für die Einladung und dass ich deiner Community zwei spannende Dividendenaktien vorstellen darf. Ich habe beide Dividendenaktien bereits selbst im Depot drinnen und möchte jetzt gar nicht so über den heißen Brei reden, sondern gleich mit Unilever als erstes Unternehmen losstarten. Unilever hat zuletzt die Geschäftszahlen 2021 vorgelegt und natürlich auch das Quartal 4. Die Zahlen waren meines Erachtens sehr, sehr gut, weil einen bereinigten Gewinn konnte man erzielen von 2,62 Euro gegenüber dem Vorjahr von 2,48 Euro. Den Umsatz konnte man insgesamt um 3,4% steigern auf 52,44 Milliarden Euro gegenüber dem Vorjahr von 50,7 Milliarden Euro. Also das sind Zahlen, die wo mir persönlich einfach sehr gut fallen. Und schauen wir uns das Q4 einfach etwas genauer an. Dort konnte man sogar den Umsatz um 4,9% steigern. Natürlich gab es schon einen Ausblick für das Jahr 2022. Dort erwartet man ein Umsatzwachstum von 4,5 bis zu 6,5%. Das sind auch Steigerungen, die mir persönlich als Investor sehr, sehr gut gefallen. Hinzu kommt natürlich eine Kosteneinsparung von ca. 600 Millionen Euro, was natürlich sehr schön ist, aber man muss halt auch sagen, aktuell ist es so, die Rohstoffpreise explodieren, die Transportkosten explodieren und natürlich auch die Lohnkosten gehen nach oben. Das sind halt Sachen, die einfach auch Unilever weiterhin etwas belasten werden in diesem Jahr. Deswegen einfach dort in den nächsten Quartalen immer mal ein bisschen genauer auf die Zahlen schauen, was sie berichten werden. Was mir aber persönlich auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von bis zu 3 Milliarden Euro, was genehmigt worden ist. Das soll circa 2 Jahre dauern, bis das Ganze eben zurückgekauft worden ist. Bei 3 Milliarden Euro reden wir von circa 3% der ausstehenden Aktien. Zuletzt hat man ja auch versucht gehabt, die Konsumgütersparte von GSK zum Übernehmen. Das ist aber zum Glück gescheitert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre eine richtig teurige Übernahme geworden. Und in dem Zeitraum, wo Unilever etwas gedippt ist, ist der Investor Nelson Peltz eingestiegen. Das ist ein aktivistischer Investor, ein Hedgefonds. Die schauen gern von der Vogelperspektive auf das Unternehmen und Unilever hat ja über 400 Marken. Und die werden schätzungsweise nicht nur dieses Jahr, sondern auch die kommenden Jahre versuchen, Unternehmensglieder einfach auszugliedern, die wo halt nicht so gut laufen. Also sprich Marken, die wo kaum Umsatzwachstum haben, eine schlechte Nettomarge, die werden sie versuchen, so wie zum Beispiel GSK es schon vorgemacht hat, so Sachen auszugliedern. Und das wird meines Erachtens in den nächsten Jahren sehr, sehr spannend werden. Also zu den Zahlen ist es so, wie gesagt, wir haben ja für das Jahr 2022 schon eine gute Umsatzsteigerung und für das Jahr 2023 gehe ich jetzt persönlich auch davon aus, dass wir hier eine gute Umsatzsteigerung sehen könnten. Was mir dieses Jahr nicht so gut gefällt, haben wir ja schon besprochen gehabt, wegen Rohstoffpreise, wegen Lohnkosten und so weiter und so fort, dass die Nettomarge einfach nicht über 11% liegt, sondern eher bei niedrigen 10%. Aber ich schätze auch mal durch den Hedgefonds, dass das einfach die nächsten Jahre wirklich sehr gut sich entwickeln könnte. Ich meine, der Gewinn je Aktie aktuell bei 2,15 Euro angedacht für dieses Jahr. Schauen wir einfach, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ist meines Erachtens sehr, sehr spannend. Hinzu kommt natürlich der Aktienrückkaufprogramm, was für uns Investoren ja natürlich gut in die Karten spielt. Die Nettoverschuldung dieses Jahr bei 23,5 Milliarden Euro. Da ist es so, die steigt etwas, aber soll dann nächstes Jahr auch wieder abgebaut werden. Der Free Cashflow ist ziemlich gleichbleibend, also da passiert jetzt nicht allzu viel. Natürlich muss ich sagen, ich hätte schon gern einen niedrigeren KGV wie aktuell 21,5. Ja, man hat für Unilever schon immer ein bisschen mehr bezahlt, aber durch diese möglichen Zukunftsaussichten, muss man so sagen, zahle ich dann doch etwas mehr. Wie gesagt, bei mir ist es ja schon die größte Position tatsächlich im 450 Euro Dividendendepot, aktuell mit 14% fast gewichtet. Hört sich jetzt viel an, aber wenn ich pro Quartal einfach weiterhin in andere Unternehmen investieren werde, dann wird sich auch hier einfach die größte Position prozentual verringern. Also da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Und vom Chart her ist es so, ich habe hier jetzt den englischen Chart mit dabei, weil eben Unilever in England gelistet ist, sprich den Heimatchart. Und wir sind gerade so bei 38,5 Pfund.
Und in diesem Dip habe ich ja schon versucht gehabt zum Kaufen und ich habe für mich entschlossen gehabt und habe das auch letztens auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht gehabt, Kurse unter 44 Euro schaue ich mir etwas genauer an und werde hier versuchen, meine Position eventuell weiter auszubauen, weil ich eben diese Zukunftsaussichten ja definitiv erkannt habe und für mich hier einfach ein sehr interessantes Chancen-Risiko-Verhältnis entstanden ist. So, zum zweiten Unternehmen, ich mag das jetzt ein bisschen. Ja, Speed On quasi. Ist ein deutsches Unternehmen, auch sehr, sehr spannend, aber auch hier haben wir wieder die gleichen Probleme. Wir haben steigende Rohstoffkosten, wir haben steigende Lohnkosten und ja, generell eben alles steigt ein bisschen und das drückt natürlich die Marge von Henkel. Bei Henkel ist es so, 45% vom Umsatz gehen auf Klebstoffe und Leime zurück, 34,8% auf Waschmittel und Pflegeprodukte und so ein bisschen Pflegeprodukte im Generellen bleiben ca. 20%. Was ich mir hier rausgeschrieben habe, und das hat mich echt erstaunt, dass es insgesamt 179 Produktstandorte auf der Welt gibt. Das habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst. Ja, wie gesagt, bei Henkel ist es so, der Umsatz, der steigt ein bisschen, also jetzt nicht rapide, aber er steigt peu à peu. Leicht an um ca. 800 Millionen Euro in diesem Jahr wird vermutet. Was mir hier aber nicht gefällt, und da bin ich auch ganz ehrlich, das ist die Nettomarge. 8%, ja, okay, kann man so machen, aber ich mag hier in Zukunft schon gern eine zweistellige Nettomarge sehen. Aber wenn wir uns den Gewinn pro Aktie anschauen, auch der soll dieses Jahr etwas gesteigert werden. Die Dividende wird leicht gesteigert, also so gefällt mir das, ja. Sagen wir mal, stets bemüht, aber da muss sich definitiv in den nächsten Jahren einiges ändern. Was mir bei Henkel besonders gut gefällt, die Nettoverschuldung. Welche Nettoverschuldung? Also das ist richtig, richtig stark und gleichzeitig steigt der Free Cashflow. Also das ist was, was mir bei Henkel persönlich sehr, sehr gut gefällt. Das KGV für dieses Jahr liegt bei 17,9 aktuell. Ist jetzt nicht ganz günstig bewertet, aber schauen wir uns die Jahre zuvor an. 2020 war ein Sonderfall mit 28er KGV, aber zum Beispiel 2019 haben wir noch ein 19er KGV gehabt. Also es ist jetzt nicht richtig günstig, aber schauen wir einfach gleich mal weiter im Chart rein. Das ist, glaube ich, gerade das Interessante. Ich habe hier auch wieder den 5-Jahres-Chart dabei. Und man kann erkennen, in den letzten 5 Jahren war Henkel immer teurer bewertet. Ja, Henkel ist jetzt tatsächlich von 100 Euro zurückgelaufen auf 70 Euro, sprich 30% eingebrochen in den letzten, ja, sagen wir mal, halben, dreiviertel Jahr. Und ich habe hier bei 70 Euro bzw. zwischen 70 und 72 Euro meine Position aufgebaut und würde hier gerne weiterhin zum Beispiel Kurse unter 70 Euro nutzen zum Kaufen. Da ist jetzt aber auch ganz wichtig, heute ist der 21.02., wo ich dieses Video aufnehme. Am 23.02. kommen hier Quartalszahlen raus. Ich weiß jetzt nicht, wann der Bernd das Video veröffentlicht. Es kann sein, dass sich hier einfach viel bewegen wird am 23., weil dann vielleicht auch nochmal der Ausblick 2022 unter die Lupe genommen wird. Also es bleibt sehr, sehr spannend hier und ich würde Kurse unter 60, sorry, unter 70 Euro schon gern nutzen, um hier meine Position weiter auszubauen. Es ist kein Fast Growth Unternehmen oder sonst irgendwas, es ist halt einfach ein schöner, dicker Öltanker, den wo man jetzt nicht so leicht wegkriegt in der Welt und da müssen halt auch einfach wieder vielleicht ein paar ja, Marken rausgeschmissen werden, damit man etwas leichter wird und schneller von A nach B kommt und das sehe ich bei Unilever und bei Henkel und versuche hier einfach zu günstigeren Kursen ja, das ein oder andere Schnäppchen zu machen, weil ich mag ja für einen Euro nicht 1,20 zahlen, sondern gerne 80 Cent und darunter. Ich sage Dankeschön auf jeden Fall, Bernd, nochmal und an die Community von dir, dass ich hier zwei Unternehmen habe vorstellen dürfen. Und ja, dann hoffe ich doch, dass wir uns gerne wieder sehen, entweder beim Bernd auf dem Kanal oder auf meinem Kanal. Also, ciao!